Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Heute habe ich eine kleine kostspielige Angelegenheit für euch und wie das Ganze geöffnet aussieht, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, es regnet Yu-Gi-Oh! World Championship Celebration Briefe. Ist das nicht großartig? Ich find's wundervoll. Ich freue mich schon die ganze Woche. Und es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ich muss bedauerlicherweise unseren ganzen OVP-Fanatikern, denen im Angesicht teurer OVP-Produkte ein feuchter Fleck im Höschen wächst, das Herz brechen, denn natürlich werden die aufgemacht. Na, hundertprozentig, deswegen mache ich ja das Video. Auch in diesem Video werden wir zwei dieser Briefe aufmachen. Insgesamt habe ich 4 Stück bekommen, und zwar einmal den World Championship 2018er und dreimal den 2019er. Ja, jetzt wollen wir uns aber erstmal ein bisschen über den Brief unterhalten. Es gibt insgesamt 3 Stück dieser Briefe. Der erste kam 2017 und das ist auch der seltenste. Der hatte nämlich eine Auflage von 2500 Stück. Dazu muss man wissen, jeder dieser Briefe hat eine unterschiedlich hohe Auflage. Und ja, der nächste Brief, der rauskam, war der 2018er. Das ist der, den wir hier haben. Der hatte schon eine weitaus höhere Auflage, nämlich 9500 Stück, also 9500 Mal produziert. Dennoch extrem selten. 9500, was ist das schon? Das ist eigentlich gar nichts, ja. Mega, mega selten. Auf den freue ich mich auch schon ganz besonders. Und ja, der goldene, den wir hier haben, der hat nur eine Auflage von 9000 Stück. Das heißt, er ist noch ein bisschen seltener als der hier. Dennoch ist der hier etwas mehr wert aktuell. Zumal der ja auch relativ neu ist und dementsprechend der Markt in Anführungszeichen noch gesättigt ist. Das wird sich allerdings innerhalb der nächsten Jahre geben, vermutlich. Genau. Jetzt würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf und Dinge machen wir zum Schluss, weil das, was hier drin ist, ist einfach Sahne. Das ist einfach absolut sahnig, also top. Den legen wir uns mal zur Seite und natürlich machen wir hier nicht alle 3 auf. Ja, das wäre natürlich vollkommen sinnlos, hier 3-mal denselben Brief aufzumachen, deswegen legen wir hier mal kurz 2 Stück beiseite. Und machen halt einen auf. Hierzu muss man sagen, also von denen habe ich schon ganz schön viele, also von diesen Sets, die hier drin sind. Ich habe mit diesen 3, die wir hier jetzt haben, habe ich insgesamt 6 dieser Promokartensets. Und ja, die sind halt, wie gesagt, auch Rising Time hat mir scherzeshalber auch noch seine 6 Stück angeboten. Die hat, also die sind noch nicht so selten. Die Betonung liegt auf noch. Und natürlich werde ich den Briefumschlag selber auch behalten nach dem Öffnen, denn das ist wirklich was wirklich sehr schön ist, was wirklich dekorativ ist. Wesentlich dekorativer als jedes Display, das man sich hinstellen könnte. Also das sieht wirklich schlicht und edel aus, so wie es sein sollte. Und es ist einfach wunderbar. Es ist ein absoluter Augenschmaus. Jetzt machen wir das da hinten mal auf. Ich habe hinten schon mal aufgemacht. Das liegt nicht daran, dass ich es nicht erwarten konnte. Ich weiß ja, was drin ist. Ich habe die Karten noch mehrfach, auch die aus dem 2018er. Aber ich wollte euch nicht dazu nötigen, mir eine halbe Stunde dabei zuzusehen, wie ich den Brief aufpopel. Weil, wenn man den Brief beim Aufmachen nicht komplett zerreißen will, wird es eine Weile dauern, weil der Aufkleber ist wirklich heavy. Also der klebt wirklich wie Arsch auf Eimer. Das ist nicht mehr normal. Okay, so. Jetzt schauen wir uns an, was wir hier drin haben. Und wir haben ja einmal den Red Eyes B-Dragon in Secret Millennium Rare, beziehungsweise Prismatic Secret Millennium Rare. Für uns ist das eine sehr spezielle Rarität, da es diese Millennium-Folie bei uns nicht gibt im TCG. Aber im OCG ist das eine stinknormale Rarität. Gibt es in vielen Sets, zum Beispiel im Millennium-Pack. Da gab es ja den Rahmen Phoenix-Modus in der Rarität und einige andere Karten. Also das ist jetzt nichts, was jetzt den OCG-Begeisterten vom Hocker haut, zumindest nicht, was die Rarität angeht. Und ja, genau, die zweite Karte, die wir haben, ist eben schon wesentlich geiler und der Effekt ist auch wesentlich krasser. Und zwar die Wiedergeburt im unzensierten Artwork, also im Lost Arts Artwork sozusagen. Auch in Secret Millennium Rare. Der Wert der beiden Karten im Einzelnen ist jetzt auch nicht so hoch. So geht zum Beispiel die Wiedergeburt so in etwa 50, 60 Euro und der Red Eye Speed Dragon etwa 120 Euro. Also so 170, 180 Euro für beide Karten. Wenn man bedenkt, welche Art von Karten das sind, ist das eigentlich gar nichts. Man zahlt da teilweise das Doppelte für ältere Promos. Ich denke mal, der Wert muss ich erst noch einpendeln. Also es wird noch eine Weile dauern, so 1-2 Jahre vielleicht. Dann ist auch der Wert dieser Karten, ich sage jetzt mal, um einiges höher als zuvor. Das sind Karten, deren Wert wird eigentlich nicht großartig sinken. Also das sind Karten, die sind prädestiniert dafür zu steigen. Dementsprechend machen wir da gar keine Sorgen. Aber aktuell sind die noch für einen guten Preis zu haben. Also wenn ihr darüber nachdenkt, euch die zu kaufen, tut es besser jetzt, glaubt mir. Tut es besser jetzt.
Ja, dann kommen wir zum World Championship Brief 2018, der was ganz Besonderes ist, da er ja Hand in Hand mit dem 20-jährigen Jubiläum von Yu-Gi-Oh! Ging. Deswegen unterscheidet er sich von den anderen Briefen auch durch diesen kleinen Aufdruck hier. Also der ist wirklich etwas, wo ich mir persönlich vorstellen kann, dass er irgendwann ähnlich teuer werden könnte wie der 2017er, auch wenn er eine wesentlich höhere Auflage hat. Aber da werden wahrscheinlich noch einige Jahre ins Land ziehen. Und das, was hier drin ist, in der Rarität und auch die Karten an sich, sind wirklich sahnig. Also wirklich, wirklich top. Dagegen ist der 2019er stinklangweilig. Und den machen wir jetzt natürlich auch auf. Auch den habe ich schon natürlich von vornherein geöffnet. Und jetzt gucken wir uns an, was wir hier drin haben. Und wir haben den Blue Eyes White Dragon. In dem Artwork, in dem wir ihn auch aus dem Starterdeck Kaiba damals kannten. Und zwar in 20th Anniversary Secret Rare. Ja, für jeden, der das jetzt hier nicht so klar erkennen kann oder der die Karte noch nie in der Hand gehalten hat, wie oder wodurch zeichnet sich diese Rarität aus? Wir sehen ja, es ist eine Art Prismatic Secret Rare, das sich über die ganze Karte zieht und es ist extrem silber. Ja, also es hat nichts mit unserem Platinum Secret Rare gemeinsam, sondern es ist wirklich silber. Ja, es sieht wirklich aus, als wäre der Rand hier aus einem ziemlich schillernden Metall. Dazu kommt, dass die Schrift geprägt ist und sie ist rot. Ja, sie ist einfach rot, die Schrift. Ich weiß nicht, ob man das so klar erkennen kann, vielleicht hier so. Und das Wichtigste ist, wir haben hier unten ein Wasserzeichen, wir sehen es hier. Und zwar ist das Wasserzeichen genau das gleiche, was wir auf dem Briefumschlag haben. Nämlich das 20th Anniversary Wasserzeichen. Ja, diese Rarität gibt es seit dem 20th Anniversary, also seit dem Jubiläum, auch in den Hauptsets in Japan und sind extrem selten, in etwa vergleichbar mit unseren Extra Secret Rares. Auch Extra Secret Rare gibt es natürlich in Japan, allerdings nicht in Hauptsets. Und ja, eine wunderschöne Rarität und es ist einfach eine ganz, ganz tolle Karte. Und natürlich haben wir auch das Gegenstück, nämlich den Dark Magician in dieser Rarität hier vorliegen. Ja, was ihre Werte angeht, so sind die doch schon wesentlich höher als die der Wiedergeburt und des Red Eye Speed Dragons. So liegt der Wert des Blue Eyes White Dragons bei in etwa 300 Euro und der Wert des Dunklen Magiers bei etwa 100 Euro. Also da ist der Red Eye Speed Dragon ein bisschen teurer als der Magier, aber hier der Blue Eyes ist tatsächlich so das Flaggschiff, das Werttechnische dieses Briefes, der liegt eben bei 300 Euro. Ja, das soll es aber auch wieder gewesen sein mit der heutigen Folge Neuzugänge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ja, ich werde die Dinger jetzt verstauen, ein bisschen aufräumen und mich dann hinhauen. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.